Ja, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session Chrono Trigger. Wir waren stehen geblieben in weit entfernter Zukunft und haben so einiges erfahren beim letzten Mal. Unter anderem, dass im Jahr 1999 ja eine schreckliche Katastrophe geschehen ist, die aus der Erde das gemacht hat, was wir jetzt hier momentan vorfinden. Einen ziemlich trostlosen Ort. Und wir haben ein neues Ziel. Wir müssen zur sogenannten Protokuppel. Um dort ja ein weiteres Zeittor zu finden, mit dem wir von hier wegkommen, um das Ganze irgendwie wieder gerade zu kippen. Weil das haben wir uns nämlich zum Ziel gesetzt, diese große Lebensform, von der da die Rede war, namens Lavos, dass wir die vernichten wollen. Ja, und dafür müssen wir in die Vergangenheit reisen, um das Ganze zu verhindern. Wie wir das schaffen, weiß ich noch nicht, aber wir versuchen es. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter und ich gehe jetzt hier in diese verlassenen Abwasserkanäle. Ist eigentlich ein Ort Außenseiter. Ich werde das besser Crawly berichten. Ja, ist eigentlich ein Ort, wollte ich gerade sagen, bevor der Dexter reinkam und wieder verschwindet. In dem wir jetzt noch nicht hin müssen. Das ist ein optionaler Weg, der uns auch zu etwas hinführt, was wir jetzt noch nicht bestreiten können, aber ich möchte hier noch ein paar Erfahrungspunkte mitnehmen. Das kann man hier ganz gut. Aber die Gegner sind auch nicht ganz so ohne. Aber kriegen wir schon. Klong. Entschuldigung. Egal. Naja. So, 600 Goldmünzen. Oh yeah. Ja, ist so ein kleiner Abwasserkanal, der hier mit so ein paar versteckten Gegnern gespickt ist. Und ein paar Fallen. Ach Mist, die sind gerade ein Stückchen zu weit auseinander. Entschuldigung. Was weg. Ah, da habe ich nicht noch zwei angefangen. Ah, okay, dann probieren wir es mal mit dem Flammenwerfer. Ich glaube, gegen den sind die recht anfällig. Ja. Okay, hatte ich mir jetzt ein bisschen mehr oft. Dann hätte ich eigentlich besser den rechten angreifen sollen. Der hat noch mehr Energie übrig. Vor allen Dingen, weil wir jetzt einen kritischen Angriff haben. Ist ja klasse. Solch Timing habe ich irgendwie immer Pech. Fast öfters, als ich Glück habe. Sagen wir es so. Damit ist jedem geholfen. Und wer ist das schon wieder? Da war eine Brücke hier. Ich habe sie gesehen, ich schwöre. Frösche. Na toll. Was? Ich war oben und bin weg. Du bist. Es war oben und ist weggelaufen, Ribbit. Lüg mich doch nicht an. Da ist doch überhaupt nichts gewesen. Ribbit. Aber es ist wahr. Irgendwas kommt da. Verschwinden wir. Ja, da haben die wohl Angst. Und mir juckt's im Ohr. Bitte ich diese Geräusche da mal kurz zu entschuldigen. So. Dieser Ort ist wirklich eher auf der spukigen Seite. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Welch tolles Zitat. Oh, und ein Kätzchen. Wie kommt das denn hier rein? Kleines, mieses Stück Scheiße, wenn ich dich in die Finger kriege. Ich verfütter dich an Alf. Aber zumindest können wir hier mal wieder zwei auf einen Streich kriegen. Das macht sie auch nicht alle. Ah ne, sie hat noch keinen Angriffszauber. Oder Angriffstechnik vielmehr.
war jetzt ein bisschen scheiße. Naja, dann nehmen wir ihm da oben ein bisschen was ab. Greifen ihn dann mit unserem normalen Angriff an, das sollte ihn platt machen, jawohl, und die restlichen beiden haben wir noch so wenig. Das sollte eigentlich auch kein Problem sein. Naja, fast. Kein Problem, wie ich sagte. Gut, ein paar Erfahrungspunkte. Oh, Müll. Hm. Ups. Ja, das kommt davon, wenn man Cola-Dosen in den Mülleimer wirft. Man wird von vier komischen Wesen angegriffen. Dieser Wind-Strike-Dings da, der zieht ihnen richtig gut was ab. Aber es reicht auch nicht, um sie... Ja, es reicht fast, um sie zu erledigen. Ja, das sollte... Das ist auch ausreichend. Und der eine da hatte ja nur noch... Ja. Das sollte selbst Mary schaffen. Mit ihrer starken physischen Attacke. Oh yeah! Ein kritischer Angriff, der schwächer ist als ein normaler Schlag von Chrono. Aber Level Up, okay. Ja, sind halt... Oh, das riecht doch schon wieder nach so einer Käsefalle, oder? ich will mal kurz... Vielleicht, ja, Potion vielleicht mal für Lucy. Wäre vielleicht mal nicht verkehrt. Oder zwei. Oh nein, Ratten. Eine Ratte. Und zwei Wasserratten. Ja, und die können wir doch gut erwischen, beide. Geschmiert dieser Kampf. Ja. Kann man nicht drüber meckern, würde ich mal so spontan sagen. Und ein Speicherpunkt. Der eine Fälschung war. Juhu. Da habe ich mir gerade schon Gedanken gemacht, nehme ich jetzt ein Zelt oder so. Aber dann, ja, hat sich das Ganze sprichwörtlich in Luft aufgelöst. Da kommt der Schienenmann drauf ein. Je weniger, desto besser. Ach, würden wir da jetzt auf der anderen Seite stehen? Ah, hätten wir beide erwischen können. Schade. Allzu weit dieser Abschnitt. Und Level Up. Das ist eine Leiter, sonst ist hier nichts. Mal kurz oben da auf der anderen Seite nachschauen. Ist irgendwie gerade komplett entfallen. Ja, da. Oh, da liegt ein Schriftstück, ein Dokument. Da ist ein Tagebuch hier. Der letzte Eintrag liest sich wie folgt. Na, wenn wir das nur hier zurücklassen. Ich bin fertig. Ich halte das hier nicht mehr aus. Die Fischleute attackieren mich, selbst wenn ich nur das kleinste Geräusch mache. Ach hey. Wenn ich wüsste, dass die Dinge so aussehen würden, dann hätte ich die Guillotine an jedem Wochentag vorgezogen. Ach du Scheiße. Das ist hart. Ich denke, ich werde mit einem guten, lauten Schrei mich verabschieden.
Mal sehen, wie diese dämlichen Freaks das aushalten. Ja, anscheinend hat ihnen das nichts ausgemacht, wenn man ihnen mal laut ins Ohr rülpst. Naja. Ah, hat wohl jemand die Hoffnung aufgegeben. Nur so stark waren sie jetzt auch nicht, aber vielleicht war der auch nicht so ein Kampfexperte, wie wir es sind. Wo auch immer wir unser Kampftraining hatten. Das gilt für alle. Wir können es halt einfach. Aber da mit dem kleinsten Geräusch, da hat er auf jeden Fall recht. Ne, selbst wenn wir die Umwelt ein wenig verbessern wollen, ne, was ja schon ein Herkulesakt ist zu dieser Zeit, wenn man da noch von Umwelt reden kann, werden wir rücksichtslos angegriffen. So, und hier geht's durch die Wand. Ah, da kann man das Tor öffnen. Das hatte ich noch irgendwie so im Hinterkopf. Bei einem der Abschnitte. Da habe ich mich nämlich früher auch mal doof und dämlich gesucht. So, und hier können wir auch nochmal durch. Das ist schön, dass wir eine Karte haben. Und dann können wir hier durchs Tor. So, und da unten sind wieder unsere Freunde. Sieht so aus, als müsstest du diesen Schalter drücken, um die Brücke auszufahren. Unterling, Unterberg. Also, schalte ihn schon an. Kommt nicht ran. Kann ihn nicht erreichen. Ach, und du nennst dich einen Frosch. Ja, was für ein Frosch. Was für ein Frettchen. Oh, da kommt jemand. Hauen wir lieber ab. Ja, weg sind sie. Ja, also wir müssen wohl irgendwie an diesen Schalter dann kommen. Und da ist eine Truhe. Rage Band. Oh yeah, ich glaube, das ist für automatischen Konter. Also mit so einer Wahrscheinlichkeit von 50%. Genau. Das ist ein ziemlich gutes Accessoire. Das werden wir auch erstmal schön behalten. Und das ist bei Chrono am besten, weil er die höchste Angriffsstärke hat. Bisschen heilen. Dafür ist Maria auch gut. Ja, sie ist halt die Heilerin. Oh, was ist das denn? Da sind drei von ihnen. Und sie sind fast hier. Das Crawley, okay. Läuft hier durch die Abwasserkanäle, als wenn sie euch gehören, ne? Müsst wohl einen Todeswunsch haben. Ich werde euch ein bisschen Respekt beibringen. Ja, das wird er. Lass sie einfach nur hierher kommen. Sie werden zerteilt zu Leber, pulverisiert. Wir werden nicht mal wissen, was sie erledigt hat, wenn sie fertig sind. Ja, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Hulk Hogan, verdammt. Ha, 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 ha. Hä? Und da haut er ab. Hä? Tja, du bist umstellt, Kumpel. Sollen wir dir mal ein bisschen Respekt beibringen und dich mal zu Hackfleisch zerteilen. So, dieser Crawley ist nicht ohne. Au. Auiuiuiui. Ja, der ist nicht ohne. Der ist nicht ohne. Ja, gesagt, der ist eigentlich nicht ganz so ratsam, dem schon so früh zu gegenüber zu treten. Weil, wie gesagt, das hier ist eigentlich ein Abschnitt, den man erst später lang gehen soll. Viel, viel später, meine ich damit.
aber ich werde es trotzdem probieren. Wir haben ja jetzt hier den Rage und da haben wir ihn. Ja. Hat wohl doch nicht so viel ausgehalten, wie ich das immer dachte, aber er konnte gut austeilen. 200 Erfahrungspunkte. 500 Gold. Nehme ich mit. Geil. Ja gut, okay, es war. Eigentlich war es auch nicht wirklich ein Boss. Nur ein etwas stärkerer Gegner. Der halt eine ziemlich mächtige Technik hat. Ist doch egal, wir haben ihn platt gemacht. Und fertig ist das Ding. Was denn nun schon wieder? Oh je. Oh je. Ja, die beiden da unten können wir doch eigentlich. Oh, ganz gut hier erwischen schon mal. Sind ein klein wenig gefährlicher, wie ich finde. Ja, und jetzt natürlich mal wieder ein kritischer Angriff. Ja, schon verstanden, schon verstanden. Ist ja klar. So, aber was ist eigentlich mit unseren kleinen beiden Froschfreunden passiert? Thunderblade. Oh yeah. Ah, ein bisschen stärker. Zumindest ist da keine Brücke, aber hier ist ein Ausgang oder eine Leiter. So, da sind wir jetzt plötzlich auf einer ganz anderen Insel gelandet. Und da wollen wir doch mal schnell abspeichern. Jenseits der Ruinen. Ja, schade, dass da jetzt nicht steht Beyond Dome oder so. Oder noch besser Beyond Thunderdome. Das wäre doch mal was, ne? Keeper's Dome. Oder die Hüterkuppel. Was haben wir denn hier? Nicht funktionierende Computer. Oh, da oben, da steht jemand. Ziemlich komischen Haustier oder so. Und irgendwie sehe ich gerade vor lauter Bäumen den Ausgang nicht. Obwohl er einfach hier drunter her ist. So, wer seid ihr denn? Schala. Oh, ich vermisse dich so. Schala? Hm. Keine Ahnung. Nein! Ihr dürft nicht auf. Ihr dürft nicht nach Death Peak, also zum Todesgipfel gehen. Ihr würdet es eh nicht sehr weit schaffen. Es muss die richtige Zeit sein und es muss sie sein oder der Weg ist verborgen. Ja, ja. Sagt. Da hast du ein Rad ab. Habt ihr meine Meisterstücke gesehen? Den Ozeanpalast und die Blackbird? Ich habe sie designt und beide gebaut, wisst ihr? Schöne Arbeit. Würdet ihr das nicht auch sagen? Würde ich, wenn ich sie kennen würde. Oh, Weiser, ich kann nicht warten zu sehen, welchen Programmcode ihr mir als nächstes installieren werdet. Ja, das scheint ein Roboter zu sein. Oh. Das ist mal die Art von Wertschätzung, die diese Arbeit, ja, lohnenswert macht. Wie ist es mit dem jetzigen? Scheint ein bisschen besser zu sein als vorher, jedenfalls.